Jetzt haben wir wieder eine Dribbling-Übung für euch. Da versucht ihr euch Platz zum Dribbeln. Und während ihr über den Platz lauft und dribbelt, macht ihr immer ein Behind-the-Back-Dribbling, also hinter dem Rücken. Davon macht ihr 10 Stück. Und dann fangen wir jetzt an. Wenn euch der Ball mal verspringt, ist das gar kein Problem. Lauft hinterher und versucht im Flow zu bleiben. Viel Spaß dabei.